Ich kündige aber jetzt die Schule. Nicht mehr lange, deswegen müssen wir Gas geben. Er muss immer vorbereitet sein vor einer richtigen Krieg. Kein Wunder, dass er so schnell abnimmt. Auch, dass ich nicht der Rentner ließ. Diese hübsche Frauen, ich weiß nicht, wo ich hingucken kann. Mit schlechter Laune gehen wir nach Hause. Das ist ein Fleck. Oh. Ja, schon vom Gürtel. Oder du steckst das T-Shirt rein. Na klar, steckst T-Shirt in die Hose, oder? Zurück aus dem Urlaub. Ja. Wie war die letzte Zeit im Urlaub ohne Christian? Ja, war. Ich meine, Urlaub ist immer schön an so einem schönen Ort, auf jeden Fall, aber ein Teil von uns hat ewig gefehlt. Gell, Maximilians Herz war nicht 100% glücklich irgendwie. Immer hat ein Teil gefehlt. Was gibt's halt zum Frühstück? Ein Shake und das hier. Perfekt Brie. 40 Minuten vor dem Training, baut schneller Laktat ab. Hier seht ihr die Endurance-Line und alle anderen Sachen könnt ihr bis zu 50% sparen mit dem Code CHAMP. Hat sich der Christian im Urlaub an die Diät gehalten? Hat er. Nee, wirklich. Also der hat immer was heißt, Eier gefrühstückt und Obst. Da war es auch so super heiß auf den Malediven. Da waren es ja morgens schon, da war es ja immer rund um die Uhr über 30 Grad. Und abends hat er eigentlich... Du hast dich nicht an die Diät gehalten. Stimmt, ich bin noch mit 2 Kilo mehr wieder da. Trotz Sport, da hat er recht. Mir hat es trotz der Hitze geschmeckt. Du siehst noch ein bisschen verschlafen aus. Hast du gezockt noch gestern? Mama, war harte Woche. Aber ist okay, ist gut. Ich fühle mich gut. Gestern die 400 Meter, alle unter 1,20. Erste Runde, schnellste Runde 1 Minute 3 und die letzte Runde 1 Minute 10. Mr. Shake? Du kannst immer so rein. Geht. Ist okay. Ich bin froh, wenn es rum ist. Was steht heute an überhaupt? Erst das wichtigste Sparringprogramm. Und danach fahren wir mit den anderen auf die FIBO. Was hast du, Kindergarten? Ich hasse die Schule noch mehr. Ja, da geht ihr aber beide nächste Woche wieder hin. Kindergarten noch mehr. Ich kündige aber jetzt die Schule. Ja, versuch mal zu kündigen. Wie sind die Gedanken am Morgen? Ganz normal. Ich will zu viel Gedanken haben. Aufs Training freuen, gibt's ja nichts anderes jetzt. Letzten 3 Wochen, Vollgas. Wie oft tankst du die Woche? Wenn ich hier Limburg fahre, dann bestimmt alle 2 Tage. Wie war die Woche Training für dich? Auf jeden Fall angezogener wie letzte Woche. Nicht mehr lange, deswegen müssen wir Gas geben. Läuft alles so, wie es laufen muss. Einzige, was mir ein bisschen zu schaffen macht, sind gerade die Pollen. Habe ich gestern beim Laufen gemerkt. Aber sonst ist eigentlich alles gut. Alles im Lot. Finish, you know him? Yes. He is legend. That's a crazy guy. Yeah, legend. What kind of position he plays? Back. I don't know the name in point exactly. Guard. Huh? Point guard. Point guard. Yeah. He goes like. Even when I hold miss and sweating, but he goes a lot. And I tell him, come on, for the jump. What would you say? Wie sieht der Verlauf vom heutigen Sparring aus? Sparring, kannst du mal unten durchballern. Das ist jetzt einfach nur Fokus, dass du mal was im Kopf ansteht. Last 3 weeks. Oh, we're here in the last 3 weeks in preparation for Christian. Octagon, Frankfurt. We're gonna step it up. In generally, that's the time to step it up a little bit. Like coming weeks, yes, step it up. Put the body under pressure, mental, physically. Put them under pressure. Real fight simulation. Getting close to the fight simulation in all aspects to get them ready, to get them in to get them sharp, to get them in shape. It looks fresh. Motivation is there. He's focused, he's hungry, he wants to go for it. Okay, in Deutsch. Ja, dieses Jahr ist er vorbereitet. Ja. Wir sind trainieren, ja, nur die letzten 3 Wochen gehen wir ein bisschen mehr Druck machen. Ja, dann werden wir die mentale und die physische Aspekte von der Vorbereitung ein bisschen mehr Druck. So, unser Ziel ist, um die Kämpfe scharf zu machen für die Kampf. Da muss immer vorbereitet sein für einen richtigen Krieg. Christian ist top drauf, haben wir gestern auch gesehen. Freitags bei seinem Athletiktraining. Kondition ist da, Schaffens ist da, Bewegung ist gut, Rhythmus ist gut. Ich freue mich mega auf den Kampf. Christian ist wie sein Panzer, deutscher Panzer. Sehr krass, was Christian für ein Tempo gibt, für sein Alter. Wir sind 13 Jahre jünger als Christian. Und er pusht und pusht und pusht. Mit uns mit. Und manchmal, ich frage mich gar nicht, wie es geht. wenn man jetzt in Spanien guckt, 3x5 haben die jetzt gemacht, bis zum Ende. Vollgas, krass. Sehr, sehr gut.
die fehlen jetzt gerade. Die Profisportler. So wie der geschwitzt hat, ist, wenn ich ins Wasser springe. Wow. Kein Wunder, dass er so schnell abnimmt. Dein Fazit zum Training heute sah sehr gut aus. Ja, ich bin noch ein bisschen unzufrieden. Die Kleinigkeiten, die geschliffen werden müssen. Jetzt haben wir noch drei Wochen. Die werden in den nächsten zwei gemacht. Und dann sind wir auf dem Punkt topfit. Aber war okay. Paul hat schon gesagt, er findet es bemerkenswert, dass du mit 13 Jahren mehr auf dem Rücken genauso das gleiche Tempo mithalten kannst. Was soll ich dazu sagen? Haben alle von mir gelernt. So, jetzt sind wir hier in Köln auf der FIBO. Gucken wir auf jeden Fall mal, was abgeht. Was erwartest du dir von der FIBO? Ich war ja schon oft hier. Ist eigentlich immer dasselbe. Hier geht's deine Schulter, mein Brother. Ist wieder draußen. Soll ich rein, Mann? Alles für die. Komm her. Jetzt kannst du rein, drück ein bisschen. Von oben bis runter. Nein, das ist schon aus. Drück mal hier rein. Nein. Wie schön, drück mal rein. Sinan, was passiert mit deiner Schulter? Wir haben es schon nicht mehr gesehen. Torsten 3, Skiunfall. 2024, Ischgl. Willst du näher darauf eingehen oder lassen wir es dabei? Lassen wir es dabei. Ausländer auf und Ski. Das passt nicht so. Erster Eindruck? Was laut, Alter. Nach so einem Sparring tut der Kopf ein bisschen weh. Aber ist okay. Viele Leute da. Zu laut, zu viele hübsche Frauen. Ja. Kein Champagner. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ich brauche kein Champagner. Aber ich trinke ja eh keinen Alkohol. Von daher, alles gut. Heute auch ein Proteinshake. Heute trinken wir sogar zwei Proteinshakes, ja. Ich habe meine Handschuhe dabei, Sparring hier sofort. Hey, traut, dass ich nicht der Rentner lieb. Du hast doch deinen Rücken wieder kaputt. Wie alt bist du nochmal? Jünger als du. Ja, aber deswegen sage ich ja, du bist ja gut. Pass auf, dass dein Ohrläppchen nicht gleich kaputt geht. Ich habe meine Handschuhe dabei, ja, wir können direkt Sparring machen. Frag mal, was der Sparring heute gemacht hat. Frag mal, was hast du gemacht? Heute war ich voll. Aber jetzt. Was könnt ihr noch sehen auf der Liebe heute? Nur Frauen. Das interessiert mich. Frauen und ganz viele Proteinshakes. Meinst du, wir finden heute eine Frau drauf? Ja. Zwei? Auf einmal? Ich denke schon. Schaffst du das? Noch gut den Schuss. Ich glaube, bei dem Stand ist hier richtig. Wo? Tebeo. Was das? Wollen wir vorgehen, dann kannst du eine auswerfen. Wir sollen aber alle mit Nummern so dastehen. Von 1 bis 15. Ich pick eine raus. Hier stinkt einfach nur noch Eiweißwürze die ganze Zeit. Von der einen in die andere Wolke. Ja? High Protein Hotdog. Ohne Zucker. Mit vielen Proteinen. Boah, wir sind jetzt hier 1,5 Stunden. Ich bin total am Arsch. Zur Fitness könnt ihr auch essen, deswegen wir gehen jetzt erst was essen. Ich bin fix und fertig. 7000 Fotos gemacht. Das langt für heute. Ist gut? Was, Bruder? Nein, kein Fazit zu geben. Das war richtig brutal hier, ich schwöre dir. 2 Stunden gefahren, damit wir ein Getränk trinken und ein Riegel essen. Wenn ihr einmal hier zu Gast seid in NRW, dann möchte ich euch natürlich auch vernünftig ausführen. Hab ich das richtig gehört? Wir sind eingeladen worden gerade. Brutal geil. Stimmt? Ich hab's auf Kameras, tut mir leid. Ich muss ja auch nach Hause jetzt. Dann kannst du nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, jetzt hier schön hinsetzen, Bratwurst, Rindswurst und 7 Bier. Boah, brutal. Ich trinke keinen Alkohol. Aber hättest du Bock? Nein. Gerade eben hast du ja gesagt. Nein. So, wir sind jetzt hier Reef and Beef in Köln. Noch ein schönes Steak essen. Marc lädt uns ein. Brutal. Weil er hat nur Karte. Ja, kann man doch sagen. Oder hier, guck mal. Karte auf dem Handy. Mach mal, klick. Schaffst du keine 800.000? Ja, guck mal, wie viele. Boi. Alles auf Pump, Alter. Ja, egal, Hauptsache zahlen. Ja, wir sind hier. Köln geht so. Wo wir die besten Leute dabei haben, die kommunizieren können. Jetzt haben wir keinen Grill. Jetzt essen wir Vorspeise nochmal. Ja, brauchst du noch nicht. Ich muss das so absetzen. Nein. Ich muss das so absetzen. Hier, bezahlt. Bier. Ich muss das selber absetzen, Mann. Wie ist die Stimmung? Ganz, ganz, ganz schlimm. Essen, die Garnelen, wenn jemand Hunger hat. Kostet, Digga. Ich hab so einen Hunger. Boah. Heute war kompletter Reinfall. Jetzt gehen die hier bei McDonald's essen. Reef and Beef gab es auch nichts. Für mich fällt's aus.
Mit schlechter Laune gehen wir nach Hause. Aber egal, wir sehen uns nächste Woche mit guter Laune. Ente gut, alles gut.